Hallo zusammen, heute möchte ich euch zeigen, wie man den Zahnkranz bei einer 8-Gang-Nabenschaltung von Nexus wechselt. Zum Beispiel, weil die Zähne abgenutzt sind oder weil ich mein Fahrrad schneller machen möchte. Das heißt, ich baue hier einen kleineren Zahnkranz rein, meinetwegen von 19 auf 18 Zähne. Oder ich will das Fahrrad langsamer machen, dann baue ich hier einen größeren Zahnkranz ein, zum Beispiel statt 19 eben dann 20 oder 21 Zähne. Ja, das Wechseln ist nicht so schwer. Wir fangen an, das Rad auszubauen und uns dann langsam vorzuarbeiten, bis wir hier an diesen Zahnkranz kommen, um den dann gegen den neuen auszutauschen. Ein 15er Maulschlüssel zum Ausbau des Hinterrades, zwei kleine Schraubendreher und einen größeren ist das, was ich dazu benötigt habe. Bevor ich das Hinterrad ausbaue, stelle ich vorne den ersten Gang ein. Dann haben wir die größte Zugentlastung auf dem Bautenzug. So, ich habe mal das Fahrrad auf den Kopf gestellt und jetzt machen wir uns an den Ausbau des Hinterrades. Dazu lösen wir mit einem 15er Maul die Radbefestigungsmuttern auf beiden Seiten. Wir schrauben die Muttern vollständig ab. Und danach kommen die Sicherungsringe ab auf beiden Seiten. Jetzt hängen wir an dieser Stelle den Schaltzug aus. So. Und können nun das Rad herausnehmen. Eventuell muss man noch den Bautenzug von der V-Bremse hier aushängen, Rad herausnehmen, machen wir die Kette ab und hängen jetzt den Schaltzug vollständig aus, indem man einfach hier, ich demonstriere das mal, den Schaltzug vorsichtig herausnimmt und dann hier die ganze Fassung hier vorsichtig heraus, muss man ein bisschen probieren. So, und wenn ich das getan habe, habe ich das Hinterrad ausgebaut. So, jetzt können wir uns an den Ausbau des Zahnkranzes machen. Das ist jetzt nicht das gleiche Hinterrad wie beim Ausbau aus dem Fahrrad. Bitte nicht wundern, hat jetzt hier silberne Speichen, ist aber ansonsten die gleiche Narbe. Und der Grund ist, warum ich das hier wechsle, ist wirklich, dass die Zähne ziemlich abgenutzt sind und hier in die Richtung zeigen. Also das will ich wechseln und möchte auch einen etwas kleineren Zahnkranz einbauen. Das heißt, es wird dann etwas schneller laufen und hier habe ich schon den Zahnkranz mir gekauft und der kommt hier rein. Das Wechseln selber ist relativ benutzerfreundlich, sage ich mal, fast schon idiotensicher. Als erstes drücke ich diesen Lock-Mechanismus entgegengesetzt zum Uhrzeigersinn. Dann wird der sofort locker. Nimm den raus, hier mit dem gelben Punkt, leg ihn zur Seite. Als nächstes kommt dieser Mechanismus ab, wo der Schaltzug hier eingerastet wird. Man sieht hier vier rote Punkte in einer Linie. Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 und Punkt 4. So, das nehme ich jetzt ebenfalls ab. Lass es so, wie es ist und lege es vorsichtig beiseite. Jetzt haben wir hier eine Schutzabdeckung, die muss ebenfalls herunter. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich nehme mal hier so einen Schraubendreher zur Hilfe, um den leicht abzumachen, abzuhebeln. Ah, jetzt kommt er. Das ist also einfach nur eine Abdeckung, damit kein Staub hier in den Schaltmechanismus gelangen kann.
lege ich aus, auch zur Seite. So, und jetzt muss zum Schluss noch dieser Sprengring ab, der sozusagen als letzte Instanz den Zahnkranz hält. Für diese Tätigkeit, so steht es in den Anleitungen, muss man sich eine Schutzbrille aufsetzen, da der schnell abspringen kann, der ist ja aus Federstahl, und zum Beispiel ins Auge gehen kann, was natürlich sehr schmerzhaft sein kann, beziehungsweise das Augenlicht verletzen kann. So, ich habe mir also eine Schutzbrille aufgesetzt und demonstriere mal hier, wie ich mit einem dünnen Schraubendreher jetzt versuche, hier in diese Aussparung reinzukommen und dann den Ring abzumachen. Am besten geht das, wenn man mit einem ganz dünnen, spitzen Schraubendreher den Ring anhebt und mit einem zweiten den Ring ein bisschen weghebelt. Da merkt man schon, jetzt kommt er langsam. Dann halte ich hier fest und mache ein Stückchen weiter weg, vorsichtig weiter. So, und jetzt sieht man schon, jetzt ist der Ring hier herunter, aus seiner Fassung heraus, geht nicht mehr zurück, und jetzt kann ich ganz leicht hinten weiter nachsetzen. So, und das war's schon. Jetzt ist der Ring ab. Der ist also hier offen und kann somit seine Federwirkung entfalten. Wie gesagt, lieber eine Brille aufsetzen, eine Schutzbrille aufsetzen, damit sowas nicht ins Auge fliegt. So, und das war's auch schon. Jetzt kann ich den alten, verbrauchten Zahnkranz abziehen. Hier sieht man nochmal die Funktionsweise. Der ist, wie er eingerastet ist, der hat hier also drei so eine Vertiefungen, so eine Knubbel, und die werden dann hier am Antrieb der Getriebenarbe eingesetzt, und damit hat er einen Formschluss. So, wie gesagt, der ist schon ziemlich abgenutzt, der ist auch nicht hundertprozentig gerade, also der ist so ein bisschen hier, so habe ich ihn ja heruntergenommen, nach zu mir hingewölbt, und so muss ich auch den neuen einsetzen. Ja, also der ist ja auch nicht hundertprozentig platt, sondern der guckt ein bisschen aus zu einer Seite raus, also zu mir raus, und so kommt auch der neue Zahnkranz rein. Ich mache es mal falsch rum, das würde dann so aussehen. Dann würde wahrscheinlich die Kette gar nicht richtig raufpassen. So. Also wieder umdrehen. Und das ist ein ganz normaler Zahnkranz, das ist also jetzt keine jetzt Original von Shimano, weil die meisten Fahrräder haben diesen Mechanismus. So, und den stecke ich auf. Als nächstes kommt der Sprengring wieder auf, der Federsicherungsring. Muss man also auch wieder vorsichtig sein. Fängt man an einer Seite an. Ihn rüber zu setzen. Das mache ich mal hier auf der linken Seite. So, und dann hebe ich ihn immer wieder Stück für Stück in die vorgefertigte Nut. Also auch nicht so einfach. Vor allen Dingen, wenn man das vor der Kamera demonstrieren möchte und ein bisschen weniger Platz hat. So, hier sieht man ihn, der muss jetzt hier rüber. So.
ein bisschen drücken. Ja, sieht gut aus. Ich kann den Zahnkranz jetzt nicht mehr abziehen und guck noch mal genau hier an dieser Linie, ob er irgendwo herausguckt oder ob es irgendwie nicht ordnungsgemäß montiert aussieht. Ist nicht der Fall und damit haben wir den Zahnkranz schon wieder eingebaut. So, als nächstes kommt wieder die Staubkappe rauf und zwar auch wieder genauso, wie wir sie ausgebaut haben. Die ist also auch ein bisschen gewölbt und der richtige Einbau war, dass die Wölbung zum Zahnkranz zeigt, um hier sozusagen den Staub fernzuhalten. Die muss also auch hier über so einen Ring rüber gesetzt werden. Muss man sich ein bisschen anstrengen. Und dann gibt es ein kleines Klackgeräusch und dann sitzt sie auch fest wieder auf dem Zahnkranz. So. Wunderbar. Als nächstes kommt jetzt wieder der Schaltmechanismus für die Aufnahme der Schalthülle herauf. Hier zeige ich es nochmal. Man sieht hier einen roten Punkt, hier einen roten Punkt, hier einen roten Punkt und hier einen roten Punkt. Das muss wieder in einer Linie aufgesetzt werden. So muss man, das muss man jetzt ein bisschen bewegen, dass das richtig, man merkt es, dass es dann so ein bisschen einrastet. Aber wenn ich schief drauf mache, dann sitzt das nicht straff und dann gibt es so ein kleines Knackgeräusch und dann sieht man, dass das schön, ohne dass es irgendwo wackelt, also intern hier irgendwie noch, hat das dann kein Spiel mehr und dann ist es richtig aufgesetzt. So, und dann kommt zum Schluss wieder diese Verschlusskappe rauf. Die hat auch, wie man hier sieht, 1, 2, 3, 4 Ecken. Und diese Ecken müssen auch wieder hier in diese Zwischenräume rein. Das heißt, man kann die nicht irgendwie aufsetzen, sondern nur an bestimmten Stellen. Ich setze es wieder so hin, wie es am Anfang war. Und dann gibt es, wenn man das richtig gemacht hat, macht man wieder eine kleine Bewegung. Diesmal in den Uhrzeigersinn. So, und dann rastet das ein. Ich zeige es nochmal. Es gibt auch einen kleinen Klick. Nein, es gibt keinen Klick. Also ich setze das wieder genau auf und mache einen kleinen Klick. Hier sieht man auch nochmal einen Pfeil mit der Aufschrift Lock. Also so wird es verschlossen. So, und damit haben wir den Einbau erstmal abgeschlossen. Und haben doch in wenigen Minuten diesen Zahnkranz gewechselt. Beim Einbau lege ich den Schaltzug hier in die Mutter zeigt zu mir, in die vorgesehene Fassung. Und jetzt drehe ich ihn ein bisschen und legt den Schaltzug in die vorgesehene Führung rein, also unter dieses Metallstückchen, dann weiter nach vorne bis hier. Zum Ansatz und schiebe ihn hier in der mit der Schalthülle wieder rein. Damit haben wir den Schaltzug erstmal montiert. Als nächstes kommt jetzt die Kette wieder rüber
und dann kann ich das Hinterrad schon wieder in die vorgefertigte Führung einlegen. So, als nächstes kommen die Sicherungsringe wieder rein. Hier hatten wir den schwarzen auf der Seite. Hier sieht man eine kleine, hier diese Metallführung muss jetzt hier vorne in den Schlitz rein. Auf der anderen Seite genauso. So, jetzt das Rad ein bisschen spannen, dass die Kette wieder straff ist. Jetzt kommt die Radmutter wieder rauf. Auf beiden Seiten. Das Ganze entsprechend wieder anziehen. Dann eventuell die V-Bremse wieder einhängen. So, zum Abschluss kann man das natürlich wieder testen. Oder wollen wir natürlich testen. Haben also vorne den ersten Gang reingelegt. Und wenn ich jetzt die Kurbel lege, sieht man, wie schnell sich das Hinterrad dreht. Jetzt schalten wir mal den höchsten Gang ein, also den achten Gang. Machen das gleiche nochmal. Und jetzt sieht man, dass das Hinterrad sich bedeutend schneller dreht bei einer Kurbelumdrehung. So, damit haben wir den Umbau durchgezogen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben oder einen schönen Kommentar. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.